So, meine Freunde, und da sind wir wieder. Und zwar, wir wollen ja den lieben Herrn Stein angreifen. Oder ich kann ja noch mal ganz kurz gucken, mit wem machen wir gerade Handel? Wir machen mit den Erik. Nee, Eirik, so, nicht Erik. Mit den Eirik machen wir ja gerade Handel. Gut, also steht uns nichts entgegen und dann machen wir den Stein. Den Plumpsestein machen wir den kaputt. Brauchen wir noch irgendwas an Gebäude? Unbedingt. Nahrungssilo, nein. Heilerhütte, nein. Schafstall auch nicht. Auch nicht. Kann ich hier eigentlich noch eine zweite Fischerhütte? Nee. Kann ich eigentlich noch ein Armeelager? Da könnte ich. Ich könnte da sowieso mal irgendwas errichten. Da fehlen uns die Kröns. Wollen wir noch mal einen Handelsposten bauen? So. Jetzt muss ich gucken, haben wir überhaupt noch. Da haben wir noch einen. Ja, baue doch mal bitte was. Und du bist auch noch da, okay. Du kannst gerade nichts bauen. Das sehe ich ein. Jedenfalls ein wenig. Ich könnte noch einen dritten Heiler, aber nee. Nee, aber nee. Ja, der bleibt doch da. Clanmitglieder ohne Beruf, okay. Ja gut, ihr habt eh Langeweile. Aufwerten geht auch nicht, wir brauchen Steine. Das nützt ja alles nichts. Gut, denn Attacke auf den Gelben. Nützt ja alles nichts. Wollen wir direkt Angriff gleich machen? Ja. Machen wir. So wie das wir mit den mit der Grünen-Fraktion getan haben. Eine Brauerei könnten wir eigentlich auch noch mal bauen. Haben wir noch. Ah, da brauchen wir auch wieder Kröns. Okay. Machen wir gleich. Machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. So, wie schaut's denn aus? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So und so. Wir wollen Holz an den Herrn. Achso. Mit den Erik. So, dann kriegen wir auch gleich nochmal viel, viel mehr Kröns rein. Und dann machen wir uns hier nochmal eine Brauerei. Was hat die gekostet? 50, glaube ich, ja. Genau. Na, haben wir doch gleich. So, dann geh doch mal bitte hier hin und du, Kollege, doch bitte auch. So. Dann bauen wir hier nochmal eine Brauerei. So, da. Gut, gut, gut. So, wie schaut's denn aus hier? Welches Gebiet machen wir als nächstes? Was tut Ihnen denn am meisten weh? Na komm, dann gehen wir gleich hier rein. Doch, wir haben ja kostenlose Werkzeuge, das müssen wir nutzen. stand uns nicht wieder ein Schneesturm bevor, ja. Gut, gut, gut. Wo hat denn der eigentlich seine Steinvorkommen? Ach, ziemlich weit drin im Land. Na gut, dann müssen wir irgendwie so klarkommen, so wie wir jetzt sind. So, du bist arbeitslos. Kannst gleich da rein. Geht gleich los, es geht gleich los. So, Grüns machen wir auch schon wieder gut plus. Es gefällt mir. Wir werden angegriffen. Ah. Dorfbewohner! Zieh dich kurz zurück und Attacke! So müssen wir das jetzt irgendwie machen. Super, 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 super. Sieht er hier gar nichts? Was soll denn das? So. Gut.
Wo sind wir denn hier gerade? Da. Los, der Gelbe, der muss jetzt fallen. Nützt alles nichts. Ja, ja, ich weiß. Mit den Steinen haben wir uns das jetzt ein bisschen verschatzt. So. Rein mit dir und rein mit dir. Das sieht doch gut aus. Das sieht alles gut aus. Das gefällt mir. So, oh, hier ist ordentlich Action. So, einen haben wir bisher verloren. Zwei haben wir bisher verloren. Drei. Ja, der hat jetzt seine komplette Armee, glaube ich, zurückgeholt. Ah, drei haben wir bisher verloren. Okay. Vier. Nicht gut, nicht gut. Da kommt noch ein Krieger, oder was? Nee, was ist denn das? Wer bist denn du? Ach, das ist der Speer. Ach, der hat komplett alles zurückgeholt, was er wahrscheinlich hatte, wa? Ja, sieht ganz danach aus. Da ist blau. Gut, das heißt, wir müssen uns... Nahrung, 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 wir haben ein Nahrungsproblem. Winter, der ist gleich vorbei. Oh, Gott sei Dank. Oh, darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. Wir haben auch einen mordsmäßigen Verbraucher. Der Winter ist gleich durch. Oh, jetzt machen wir wieder Plus. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. So, bauen wir uns hier wieder langsam unsere kleine Armee auf. Ja, so machen wir das. Hey, Stein wurde besiegt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, jetzt ist ja nur noch blau da. Kommt doch mal einfach alle zurück. Nö, das brauchen wir jetzt nicht. Verbessert den Angriff, euer Kriegshäuptling. So, damit geht unser Dings noch mehr hoch. Komm, wir machen Nahrung. Genau, so. Wir müssen unbedingt in Nahrung investieren. Beziehungsweise da noch irgendwas. Haben wir irgendwo angrenzend? Hier haben wir doch angrenzend was. So, unsere Soldaten werden geheilt. Zack. Und zack. So, ihr beide. Wir werden angegriffen. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Attacke! So, du kommst mal zurück. Du bist nämlich schon ganz schön angekratzt. So. Haben wir es geschafft? Haben wir. Prima. So, das geht mir aber auch langsam auf den Sack hier unten. Kommt mal hier runter. Macht die mal hier alle kalt. Ja, ich habe ein Nahrungsproblem. Das ist doch... Warum? Warum habe ich hier gerade ein kleines Nahrungsproblem? Wie lösen wir das? Holzfäller, mach doch bitte einen auf Nahrung. Holzfäller, mach mal einen auf Nahrung. Damit wir ein paar Dorfbewohner hier Nahrung noch reinkriegen. Minus 2. Mit dem nächsten sollte sich das eigentlich wieder normalisiert haben. Ja, Hammer. Gut, wir machen aber nur plus 3. Das heißt, jeder Dorfbewohner muss erstmal hier Nahrung sammeln. Beziehungsweise, wo haben wir das Silo da? Nein, ich will das Schaf nicht schlachten. Geht doch mal hier runter. Sammelt da, weil hier gibt es eigentlich noch mehr Erträge. Jetzt kann ich ja gleich mal gucken, ob das auch wirklich so stimmt. Plus 5, ja. Also gut, alle Dorfbewohner hier runter. Gut. Unsere Kriegsmeute steht hier. Unsere Kriegsmeute macht jetzt Ramazamba. Attacke! So, dann werden wir uns hier durchmuscheln bis zum... bis zum letzten Punkt. Gut.
Wir haben ein, was ist das hier? Ein Gebäude ohne Arbeiter. Ach so, ja. Da war ja was. Und ein Erbnehmen steht bevor. So, dann gehen wir da rein, bitte. So, der Winter rückt auch an. Ja, ich weiß, ihr habt keinen mehr zum Handeln. Das wird sich, glaube ich, nicht mehr lange halten. Ich meine, ich kann mit den Erik da nochmal Handelsgeschäfte aufbauen. War der falsche Knopf. Machen sie was? Nee. Machen nichts mehr, okay. Und der Jötener will einfach nur... Der will Nahrung, aber Nahrung will ich nicht abgeben. Der will keinen Handel mehr treiben. Der Schweinehund. Er will nicht. Na denn, werde mal du ein Heiler. Oh, den kann ich es gerade leider nicht ändern. Oi. 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 So. Der Eirik. Jetzt ist er dran. Zack. Runter. So. Und. Zack. Runter. was haben wir hier noch? Nahrung? Nee, lassen wir mal, weil der Winter steht bevor. Verdient ihr jetzt überhaupt Kröns? Nee. Doch, plus Händler. Gut. Dann kommen wir doch einfach mal wieder zurück, Kollege. Sonst gehen uns die Kröns aus und dann haben wir... Dann haben wir den Salat. Das ist natürlich auch doof. So. Wir könnten uns jetzt hier auch komplett durchmuscheln. Ohne hier die großartigen Faxen zu machen. Das machen wir auch. Wir gehen mal ein bisschen schneller voran. Ach, der mit seinem blöden Turm. Ja, warte mal ab. Den Turm werden wir schon wegkriegen. Mein Freund, da kannst du noch so viel einnehmen. So. Nahrung sieht gut aus. Die machen leider noch nicht mehr sehr viele Kröns plus. Das ist ein bisschen doof. So, meine Armee. Wir wollen uns jetzt... Ach, jetzt auf einmal kann ich euch nicht mehr bewegen. Was? Das Gebiet konnte ich überspringen, aber... Naja, gut. Dann machen wir jetzt hier. So, wie schaut's denn aus? Wo war das Silo da? Du auch darunter und du auch darunter. Und du auch darunter. Da müssten wir eigentlich ganz gut an Nahrung gleich machen wieder. Gerade hat man plus 18, glaube ich. Plus 22. Ach, der hatte auch einen Kriegshäuptling. Oho. Haben wir es doch. So, das Gebiet gehört ihm nicht mehr. Wo ist sein Hauptgebäude? Da. So, dann können wir jetzt hier runter. Wir werden jetzt einmal so richtig schön wehtun. Und wenn wir es noch nicht ganz schaffen sollten, ist nicht ganz so schlimm. Denn bauen wir uns nochmal fix eine Armee auf. Aber was heißt fix? Mit unseren schönen Kröns. Wir könnten auch eigentlich nochmal einen Marktplatz uns bauen. So, du bau mal einen Marktplatz. So, wie sieht die Armee aus? Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warum habe ich gerade so wenig... Der Marktplatz. Ah, der hat Kröns gekostet, okay.
Ich hoffe, dass ich da irgendwas machen kann mit den Mordplatz. Vielleicht kann ich mir auch einfach Steine kaufen und vielleicht die Händler ausbauen, damit ich mehr Kröns wieder habe. Muss ich mal schauen, wie das geht. Du geh mal hier rein. Kann ich mir Steine kaufen? Kann ich. Aber da ist noch nichts drin. Das heißt, du gehst da auch noch mal rein. Ja. So, wie schaut es denn hier aus? Hat er das Gebiet noch? Nee. Ah, das Erdbeben. Schnell reparieren. So, so. Gibt's da nicht einfach einen Tastenkürzel für? Jedes einzelne Gebäude. So, haben wir es doch gleich. Noch irgendwas? Nö. Gut, alles klar. So, Kollegen. So, dann schwächt den Kollegen mal hier richtig. Zeigt mal, was er könnt. Auf, wir machen im Winter sogar plus 7. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Plus 28 an Dorfbewohner. Also die hauen auch wirklich gut rein. So, 3 haben wir noch und unseren Kriegshäuptling. Bin ich jetzt sehr gespannt. Hier fällt gleich einer. Na? Dass noch was wird? Einen haben wir noch. Und unser Kriegshäuptling ist auch gleich tot. Okay. Das haben wir diesmal nicht geschafft. Gut. Das nützt ja alles nichts. Aus welchem Grund machen wir ihn eigentlich? Den kann ich gerade nicht mehr handeln, oder? Schade, schade, schade. Aber hier könnte ich mir dann Steine nach der Zeit kaufen. Könnte mir auch einfach nochmal hier, guck mal, ein Speer und erforsche das. Vielleicht kriegen wir da nochmal ein paar Kröns raus. Und hier würde ich mir einfach nochmal eine neue Armee aufbauen. So. Gut. Da kann ich jetzt auch nicht mehr so einfach hinlaufen? Nö. Okay. Dann sammelt euch doch bitte alle hier. So, da haben wir noch einen. 150 kostet der Kollege. Ist jetzt nicht ganz so wenig, nicht? Du dahin. Ne, du bist ein Brauer. Du dahin. Und haben wir noch einmal? Drei Steine für 120 Kröns. Oha. Alter Schwede. So. So, dann kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Kröns. Armee. Aushelfen. So, ich hoffe doch mal hier, dass was Schönes rauskommt. Haben wir noch irgendwo sowas wie ein eine Ruine? Da können wir den auf jeden Fall noch mal reinschicken. Es gab 100 Kröns. Yay. So, der geht doch da mal gleich hin. So, könnte man das alles verteidigen? Ja. Oi. Super, super, super. Eine Rattenplage? Oh nein, oh Schreck. Du bist ein Fischer. Komm, Armee aufbauen. Und du auch. So, und dann machen wir gleich nochmal einen Angriff. Denn wird vielleicht die Folge etwas länger, aber. Nee, ich lasse jetzt einfach durchlaufen. Wenn sie halt ein bisschen länger wird, ist jetzt wäre es auch nicht ganz so dramatisch.
Aber ich hätte den Eirik schon gerne relativ schnell down. Oh, hier brennt auch noch alles. Was macht er? Hm. So, meine liebe Armee. Wo gehen wir denn am schönsten lang? Dann gehen wir hier lang. Und dann überfallen wir den jetzt Stück für Stück. Den gutsten. So, und gleich weiter. Hier können wir nicht rein. Nee. Dann machen wir mal hier alles glatt. Oh, wir könnten jetzt doch weiter. Okay. Super. Superb. Na gut. Wenn auch nicht will. Yay, 100 Kröns. So, jetzt aber. Das könnt ihr machen, was ihr wollt. 10 Leute. Ich glaube, wir sind Eingriff, werdet ihr nicht nochmal überstehen. So, einer ist gefallen bisher. Yay! Das war's, Kollege. Ja, da kommen noch ein paar Soldaten und ein paar Arbeiter. Aber auch die werden das, glaube ich, nicht mehr schaffen. Ja, jetzt ruft er alles zusammen, was er hat. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das wird wohl der Sieg sein. Hoho, wie sie alle freuen, dahinter steht er. Gut, Kontrollverlust. Damit werden wir gewonnen haben. Also mit Hydro macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Ja. Da man eigentlich relativ selten ein Nahrungsproblem hatte. Ich hatte mit den Angnern, mit Fenrir war das sehr oft ein Nahrungsproblem. So, stellt euch doch mal hier schön in Pose. Da sieht ganz gut aus, sehr schön. So, und das war's. Gewonnen. Yay, wir könnten jetzt noch weiterspielen, aber ja, ich meine, es ist jetzt nichts mehr da. Vor allem, wir haben auch ein ganz kleines Gebiet nur gehabt, wenn man das so sieht, ja. Gut, das war jetzt einmal die letzte Folge. Bis es dann irgendwann diesen Multiplayer gibt und dann bin ich mal gespannt, was der so bringt. Ja, darüber werde ich dann bestimmt auch nochmal ein, zwei Folgen machen. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie hat euch Norsgaard eigentlich gefallen? Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Ja, alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.